Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute ja Ochsenbäckchen auf Sternenniveau und das solltest du auf gar keinen Fall verpassen und deswegen bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist, klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und wir sind sofort in der Schnibbelei. Als erstes machen wir Karotten und Sellerie geschnitten. Das genaue Rezept bzw. die einzelnen Zutaten, die findest du wie immer am Ende vom Video. Das Rezept, das ergibt sich ja meistens eben aus dem Video selbst. Das, wenn man das von vorne bis hinten schaut, dann hat man das Rezept ja für zu Hause. Wir nutzen ja heute richtig edle Zutaten, zumindest beim Fleisch. Wir benutzen nämlich Wagyu-Ochsenbäckchen. Aber jetzt mach dich nicht verrückt. Du kannst das Rezept natürlich auch ohne Wagyu, sondern mit einfachen Ochsenbäckchen nachmachen. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du dich fragst, wo ich hier bin und wo ich jetzt gerade diese erste weiße Zwiebel schneide, zur Zwiebel kommen wir später, ich bin beim David Pietralla im Meat Heaven in Bensheim. Da geben wir auch schon mal Grillseminare, so Deluxe Luxus Dutch Oven Kurse und mit ihm zusammen haben wir ein paar schöne Tage verbracht. Der Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen war dabei und natürlich auch der Daniel von der Odenwälder Feuerküche und es war einfach unfassbar großartig. So, das Gemüse hast du gesehen, wird erstmal in mundgerechte Stücke geschnitten. Und das, was wir hier dann haben, sind eben diese Wagyu-Ochsenbäckchen. Ja, also, was soll man da großartig zu sagen? Es sind halt wirklich unfassbar marmorierte Ochsenbäckchen. Die sind vom Westerberger Fullblood Wagyu. Ich habe mir sagen lassen, gehört zu den besten deutschen Wagyu-Zuchten, die man im Moment so am Markt kaufen kann. Und das war einfach der Hammer. Also der David hatte tatsächlich welche da und hat uns diese zwei hier dann auch zur Verfügung gestellt. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt so alle zwei Wochen in den Genuss von solchen Wagyu-Ochsenbäckchen gekommen, weil an diesen Tieren ist einfach alles marmoriert. Ja, also von vorne bis hinten, selbst die Bäckchen, die sind einfach marmoriert. Und das, was wir hier haben, das ist ein Black Garlic Rub, in dem Fall von den Sizzle Brothers, dass die wenigstens im Geiste mit dabei sind. Und diesen Rub, den habe ich jetzt auf unsere Ochsenbäckchen draufgepackt. Wenn du jetzt sagst, was, so gutes Fleisch und eine Rub, also wir reden immer noch von einem Schmorstück, da kann man ruhig Rub dran machen, dieses Geschisse mit, man kann kein Steak mit Ketchup essen. Ach, jeder, der Bock hat, ein Steak mit Ketchup und Senf zu essen, der soll von mir aus ein Steak mit Ketchup und Senf essen. Ja, gleiches gilt für Wagyu. Wir reden hier, wie gesagt, von einem Schmorstück. Wenn du jetzt sagst, nee, wenn ich das schon hab, dann nur Salz, Pfeffer, dann mach es doch einfach so, wie er dir am besten schmeckt. Genauso wie du den Rapp nehmen kannst, der dir am besten schmeckt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber um den Knoblauch vom Rub wiederzufinden, habe ich jetzt auch hier Knoblauch. Nämlich so ein paar Knoblauchzehen und die werden einfach grob gehackt. Das Ganze wird am Ende eh nochmal durchgesiebt und reduziert und ach, ihr werdet es ja gleich sehen. Deswegen hier reicht es tatsächlich, wenn man alles einfach ein bisschen grob schneidet. Das, was man nicht sieht, ist noch ein Knollensellerie, aber den findest du am Ende in der Rezeptbeschreibung bzw. in der Zutatenliste. Und nach der Schnibbelei ist vor dem Dutch Oven kochen, sag ich ja immer. Und deswegen haben wir hier einen Dutch Oven. Das ist jetzt von Petromax einen FT9. Du kannst aber das Rezept auch in einem FT6 machen oder in einem FT4,5. Das passt alles. In einem FT9 haben wir einfach nur ein bisschen mehr Platz. Also wer sich übrigens fragt, FT, was soll das? FT, das F steht für Feuer, das T steht für Topf, die 9 steht für die Literzahl. Also 9 Liter Pot. Und da haben wir jetzt ordentlich Hitze drin. Und zwar richtig, richtig viel Hitze. Weil wir kochen jetzt hier mal über sozusagen über offenem Feuer, eigentlich über offener Glut quasi, mit ordentlich grobstückiger Holzkohle. Und da macht das Braten dann auch mal richtig Spaß. Also so als Tipp, wenn du mal Probleme hast, irgendwas anzubraten, dann glüh einfach vorab Holzkohle durch, stell den Dutch Oven da drauf und dann glühst du das Ganze ordentlich durch und dann fängst du an, ja, zu braten. Und wie heiß das Ganze ist, sieht man jetzt hier. Ich habe nämlich gerade Portwein in den Topf gegeben und dieser Portwein, der neigte dann zur spontanen Selbstentzündung. Also seht ihr, da haben wir, oder du vielmehr, da haben wir richtig ordentlich Schub drin. Und das, was ich hier dazu gebe, ja, das ist jetzt schwer im normalen Supermarkt zu kriegen, kann aber durch ganz einfache Rinderbrühe ersetzt werden, beziehungsweise durch Rinderfond. Das, was wir hier genommen haben, das war einfach dieser Bratensaft, den der David übrig behält, wenn er zum Beispiel Briskets oder sowas macht. Außerdem ein paar Gewürze, nämlich Lorbeerblätter und Nelken und Piment. Außerdem kommt noch Salz und Pfeffer dran. Ja, und dann ist im Großen und Ganzen auch schon fast alles abgeschlossen.
ausgeschlossen. Denn diese Soße hier, die kommt ohne Tomatenmark aus, die das Ganze ja tomatenlastig in Anführungsstrichen verfälschen würde, sondern diese Soße lebt einfach wirklich vom Gemüse und von der Brühe. So macht das halt eben deutlich mehr Spaß. Und da wir das Ganze auf einem Grill quasi zubereiten, auf einem Holzkohlegrill, und wir nicht mit Briketts oben und unten arbeiten, wie jetzt bei so einem klassischen Dutch Oven Gericht, packen wir jetzt einfach den Deckel unten drauf, denn wir schmoren das Ganze bei offenem Deckel. So bekommt die Soße nochmal eine tiefdunkle Farbe und das Ganze schmort so schön vor sich hin. Und das lassen wir jetzt 3 Stunden auf dem Grill. Und nach diesen 3 Stunden, beziehungsweise während diesen 3 Stunden, danach, da kommen wir ja gleich zu, werden wir ein paar Onion Rings frittieren. Und jetzt gibt's einen kleinen Fun Fact zu diesen Onion Rings. Also das Rezept ist relativ einfach. Du nimmst Mehl und Bier und Barbecue Rub und dann wird das Ganze in einer Schüssel zu einem schönen glatten Teig verrührt. Und dann kannst du Zwiebeln schneiden. Aber diese Onion Rings, die sollten am Ende normalerweise mit auf den Teller. Jetzt war das ja so ein kleines Blogger-Treffen und zwischendurch hatten alle Hunger. Und jetzt glaubt mal, was dann als erstes dem Ganzen zum Opfer fiel. Richtig, die Onion Rings. Also nicht wundern, wenn die nachher auf dem Tellerbild nicht drauf sind. Die wurden halt vorher gegessen. Aber sie waren total lecker. Übrigens, die Idee kam mir erst vor Ort, denn der Jörn von Barbecue aus Rheinhessen, der hat einen unfassbaren Burger mit Onion Rings gemacht. Und ja, da kam ich dann auf die Idee, warum nicht einfach mal Ochsenbäckchen mit Onion Rings essen? Und denjenigen, den ich hier im Bild seht quasi, das ist ein ganz spezieller Mensch, der ganz oft bei mir in den Videos auftaucht. Und wenn ihr ihn erkannt habt, dann grüßt ihn gerne ganz lieb unten in den Kommentaren. Und wenn ihr unten in den Kommentaren zugange seid, dann könnt ihr auch den Hashtag Zwiebelliebe mit da reinschreiben. Denn jeder Kommentar und jeder Daumen nach oben und jedes Gefällt mir hilft dem Kanal, seine Reichweite zu erweitern. Das heißt, je öfter ihr auf Gefällt mir klickt, beziehungsweise je mehr Leute da drauf klicken, umso relevanter ist das Video bei YouTube und umso mehr Leuten wird das angezeigt. Deswegen nehmt euch gerne die Sekunde Zeit und klickt da mal eben drauf. Das, was wir hier haben, sind jetzt die Zwiebeln. Da kam ein bisschen Salz drüber und jetzt wird das Salz einmal ein bisschen einmassiert, dass die Zwiebeln so ein bisschen an Feuchtigkeit verlieren. Und wenn die das gemacht haben, dann hält da unglaublich gut ein bisschen Mehl dran. Denn jetzt werden die Zwiebeln mehliert und das Ganze wird dann nochmal wieder durch die Gegend gemeiert. Und dann kann es durch diesen Bierteig gezogen und frittiert werden. Achtet beim Frittieren darauf, dass ihr eine schöne Temperatur habt, so von 170 Grad. Und dann geht da auch nichts schief. Wenn ihr sagt, auf offenem Herd ist mir das ein bisschen zu gefährlich, dann tut so eine Fritteuse, aber verratet's nicht weiter. Ja, und dann sind die Onion Rings ruckzuck fertig. Und da die Onion Rings ja, wie ihr gerade schon gehört habt, unterdessen leider irgendwie dem Blogger-Pack zum Opfer gefallen sind, müssen wir die Ochsenbäckchen einfach so essen, ohne Onion Rings. Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Wir haben hier nämlich unsere wunderbaren Ochsenbäckchen. Und die Soße hat jetzt 3 Stunden lang im Dutch Oven zusammen mit dem Bäckchen gekocht. Und jetzt wird sie durch ein Sieb gegossen. Ja, da reicht ein einfaches, grobes Sieb. Du musst das nicht so fein durchpassieren, sondern es reicht, wenn du es wirklich ordentlich abtropfen lässt. Selbstverständlich kannst du aber noch ein bisschen mit dem Löffel, was an Feuchtigkeit da drin ist, rausdrücken. Und dann als nächstes, das ist in guten Restaurants auch so üblich, nimmt man das Fett oben runter, weil da ist natürlich jetzt ordentlich Fett drin und dieses Fett, das nimmt man ab und dann sieht man auch schon, dann verringert sich der Soßenanteil doch schon wirklich vehement. Und um jetzt aber eine schöne Struktur in die Soße zu bekommen, ohne dass man die Soße jetzt noch bis zum geht nicht mehr einreduzieren müsste, kommt da hier ja so ein Soßenbinder rein. Das ist jetzt so ein spezieller Soßenbinder in der Gastronomie aus Kokosfaser, aber du kannst einen ganz normalen Soßenbinder verwenden. Und dann schneiden wir auch schon die Ochsenbäckchen auf und drapieren sie auf dem Teller. Und ich kann dir sagen, ich habe selten so großartige Ochsenbäckchen gegessen. Und ich hoffe, dir hat dieses Rezept gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn du es natürlich nachmachst. Aber auch, wenn du mir einen freundlichen Kommentar hinterlässt, schreib es gerne unten in die Kommentare, was du von der ganzen Geschichte gehalten hast. Ansonsten vielen, vielen Dank an die Kanalmitglieder, die ich jetzt demnächst auch wieder mehr bevorzugen werde, wie schon einmal geschehen. Im Moment muss ich erstmal wieder die Videos hintereinander kriegen. Aber demnächst gibt es die Videos dann wieder einen Tag vorher. Und vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Schaut gerne mal unten in die Infobox. Jetzt bekommt ihr noch das Rezept. Der Travis wird es euch aber natürlich auch noch unten in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.